So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute geht's endlich mal weiter mit der Serie Tipps und Laufwege in BO3, Leute. Ja, und heute auf der Map Hunted. Eigentlich richtig geile Map. Und ja, wie schon einige mitbekommen haben, habe ich jetzt auch PS4, Leute. PS4 und ja, Grafik auf jeden Fall viel geiler. So Blumen gab es zum Beispiel auf der PS3 gar nicht. Also sowas, das wäre der Traum von der PS3 gewesen. Ja, Leute. Also, fangen wir gleich mal an, wenn wir jetzt hier bei C sind. Also, ich bin jetzt hier bei C gespawnt. Ja, also, mein Laufweg eigentlich immer direkt hier durch. So schnell wie möglich. Fetzen, 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 fetzen. Hier rein, Leute. Hier rein, wirklich. Geht's hier rein. Und dann taucht's hier und hier hoch. Und dann hier. Am besten ihr springt es nicht so weit, sondern nur hier hin. Und hier stehen sie dann meistens im Heldglitch und wollen hier die anderen von eurem Team wegholen. Dann könnt ihr einfach ganz gediegen die hier so bam, bam wegholen. Oder hier drüben, da stehen sie auch manchmal, aber auch nur selten. Wenn ihr die hier dann weg habt, Leute, könnt ihr eigentlich ganz gediegen hier lang, bam, und dann darüber schauen. Da hocken sie auch ganz gern. Weil die ballern auch von da hier rein eben. Ja, passt auf jeden Fall auf, dass euch von da keiner holt. So, dann wieder zurück. Da kommen dann schon wieder die anderen. Und dann wieder hier alle wegholen, ganz gediegen, wie gerade eben schon. Und dann könnt ihr eigentlich hier A einnehmen. Oder hier unten halt einfach die wegholen, wenn sie da lang laufen sollten. Je nachdem. Manchmal laufen sie hier hinten rum oder was weiß ich, oder hier so. Sorry, Leute. Oder ihr pflanzt euch ganz gediegen hier in Headglitch. Ist zwar nicht der beste, so am besten. Könnt ihr es ja auch gut wegholen. Hier sind sie auch manchmal am Headglitch. Also, Leute, passt da auf. Passt da auf. Ja, also, das ist die beste Taktik eigentlich, um am meisten Kills abzustauben, finde ich. Ja, dann. Wenn wir hier bei A spawnen, meistens gehe ich wirklich hier hin, direkt. Entweder ich sicher A oder fett so schnell wie möglich hier kurz kommen und dann hier ins Wasser rein. Entweder gehe ich dann hier hoch oder gehe hier so hin und kann die da dann wegholen. Je nachdem, oder ich gehe dann halt hier rein. So. Und hole sie dann hier. Wenn ihr hier seid, Leute. Erstmal könnt ihr hier drin gammeln. Und sie hier so wegholen. Natürlich jetzt nicht mit Pistol. Aber Muni ist leer in der anderen Waffe. Könnt ihr sie hier so wegholen, wenn sie da kommen. Und switcht dann immer so hin und her. Weil da hinten spawnen sie. Ballert dann immer so hier. Von hier so nach hinten. Die kommen da immer. Wirklich, die kommen da immer einfach rausgelaufen. Ihr könnt sie ganz gediegen holen. Das bockt, Leute, das so bockt es. Wenn sie bei B sind, könnt ihr sie hier so von hinten holen. Ja, eigentlich ganz gechillt. So, wenn ihr auf der Seite halt, dann seid ihr immer in dem Haus patrouillieren, so ziemlich. Hier könnt ihr mal ein paar Flashes raushauen. Hier oben auch, so. Falls da dann jemand kommt, dann könnt ihr auch hier euch mal so hinpflanzen. Oder dahinter so eine Termit reinklatschen. Also Leute, das steht euch offen, aber eigentlich beste Taktik, meiner Meinung nach. Ich habe viel probiert auf der Map, aber das hat sich bis jetzt am besten herausgestellt. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video wieder mal gefallen. Heute mal nicht so lange Tipps, so langes Tipps und Laufwege, aber ich glaube, das Wesentliche ist gesagt. Probiert es einfach so schnell wie möglich. Ihr könnt es auch, wenn ihr bei C spawns, hier so entlang. Dann hier so. Hierher kommen. Also, bleibt euch offen, wie ihr rum lauft, aber die Taktik ist sicherer, weil hier könnt ihr euch dann schon wegholen. Also könnten. Je nachdem, was für Bobs ihr im Gegnerteam habt. Ja, genau Leute, dann lasst einen Daumen nach oben da. Für weitere Tipps und Laufwege. Die letzte Folge kam ja richtig gut bei euch an, Leute. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.